Unser Physiklehrer kam rein, meistens 10 Minuten zu spät, nachdem im Unterricht schon längst alle drin sitzen schon drin. Und mein Physiklehrer kam rein, ganz langsam. Hallo Leute. Ja. Wo haben wir denn aufgehört letztes Mal? Ich setze mich erstmal hin. So ungefähr. Danach kam dann Mathe. Kurze Pause. Meistens war die Lehrerin schon längst im Raum drin. Schon 10 Minuten vorher. Hat schon alles an die Tafel geschrieben. Dann, los, 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 setzt euch hin, Leute. Los, los, schnell. Wo sind die Hausaufgaben? Hast du die noch nicht gemacht? Los hier. Und dann hat die manchmal sogar die Rucksäcke genommen und umgedreht. Hat sie wirklich gemacht. Ich, bei meinem Sitznachbarn. Weil er ein paar Sekunden zu lange gebraucht hat, um... Hi, Ambro! Um seine Hefte raus. Und dann hat sie den Tornister. Tornister, da gab es. Das war kein Tornister. Das war es in der Grundschule. Hat sie seinen Rucksack genommen und einfach das Buch da rausgesucht. Und dann die ganze Zeit. Wir müssen jetzt schnell weitermachen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir haben noch keine Zeit, Mann. Wir haben noch Druck auf der Uhr. Und das direkt hintereinander. Immer. Wisst ihr, wie anstrengend das war? Es gab kaum etwas Anstrengenderes. Der eine pennt fast ein und die andere, ja, ist auf Speed. Musik. Habe ich eigentlich schon vorhin sowas so gesagt. Musik kam halt immer auch drauf an, aber war eigentlich immer ganz cool. Kam auch mal aufs Genre an, was wir durchgenommen haben. Aber war ich auch gut drin. Da war es aber echt erstmal wach danach. Das ist kein Tornado und auch kein Twister, das ist ein Tornister. Richtig. Man schaut kurz an und ja, genau sowas meine ich. Die Tafel ist einfach voll geschrieben. Chemie war super. Grüße aus Österreich. Dankeschön, Grüße zurück. Wunderbar. Wir haben nie gesungen in Musik tatsächlich. Immer nur Musikinstrumente durchgenommen oder halt Musikgenres. Ich weiß noch, irgendwann hatten wir mal das Thema... Also mein Musiklehrer hatte irgendwann einfach mal gesagt, wisst ihr was, ihr mögt meine Musik eh nicht, deswegen nehme ich jetzt immer Musikrichtungen als Thema, die ich selber nicht mag. Also wird immer nur Genres als Hauptthema genommen, die er selber nicht ausstehen konnte. Und irgendwann gab es dann halt das Thema Techno. Und da sollten wir alle für die nächste Stunde ein Beispiel mitnehmen aus dem Genre. Es war immer so, damit wir das analysieren konnten und so weiter. Und ja, Techno war halt immer so, ja, Techno halt, ne? Du kannst es halt irgendwie weitläufig. Und dann haben ein paar Leute alle möglichen Subgenres damit zugeschmissen, weil mein Lehrer hat ja keine Ahnung von dem Genre. Das heißt, er war dann von Gabba und Trance und Rave und alles Mögliche. Und das erste Lied, was wir angehört haben, das weiß ich noch, weil das irgendjemand mitgenommen hat, war... Ich weiß nicht, ob ihr Lord of the Weed kennt, diese Parodie von Herr der Ringe. Das erste Lied, was wir dann da hören mussten, war Extreme Terror. Und weil das jemand mitgebracht hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Gesichter der Leute waren. Ich kannte das Lied lustigerweise schon, weil ich die Parodie schon vorher kannte. Ich habe so einen Lachflash bekommen. Und mein Lehrer dachte sich auch nur so. Okay. Sowas hört ihr also. Na dann. Wer kennt es nicht, richtig. War auf jeden Fall eine sehr lustige Erfahrung. Du merkst, weil das ist echt super. Wir hatten auch immer noch ein Wahlfach, ein Wahlpflichtfach und ein, ja doch, ein Wahlpflichtfach. Da war ich in der Schülerband. Das war auch geil. Das hat Spaß gemacht. Metal haben wir nicht durchgenommen, leider. Das zählt ja halt auch in die Kategorien, was mein Lehrer, was er selber gehört hat. Deswegen wollte er es ja nicht rannehmen als Thema. So, jetzt sind wir ganz zurück und heile mich.
So mal nebenbei, um nochmal kurz was zum Spiel beizutragen. Achso, das ist nur Einzeltrainer. Ich dachte, das ist eine Doppelkampf. Bestimmt war ja nur ein einzelner Kampf. Noch einmal schlafen, dann hast du Geburtstag. Das Stream wird leider nicht so lange laufen, aber stell dir einfach meine Stimme vor, wie sie dir morgen alles Gute wünscht. Ja, natürlich, Rechnungswesen, das hatte ich auch, ja. Rechnungswesen fand ich immer sehr spannend. War ich auch ganz gut drin. BWL wiederum nicht so gut. Nicht das Klingeln, sondern der Lehrer während des Unterrichts. Das ist Standardsatz, glaube ich, seit immer schon. So, dann haben wir gleich aber die ganze Route hier mal leer gemacht. Was macht man im Rechnungswesen? Buchführung für Unternehmen zum Beispiel. Also mit Soll und Haben heißt das. Also das, was du quasi hast an Geld, das, was du noch bezahlen musst, das, was du noch bekommst und so weiter und so fort. Fand ich tatsächlich immer sehr aufregend. Was ich für Unsinn gemacht habe in der Schule. Bestimmt eine Menge. Aber ich war nie so der Klasse-Clown. Ich war eher der mit den schlagfertigen Antworten. Ich habe ja trotzdem meine Leistung erbracht. In den meisten Fächern. In den meisten. Oder jedenfalls nicht in allen. Aber so gut es mir eben ging. Psychologie und Pädagogik hatten wir nie, nee. Haben wir schon die Buchumsätze korrekt notiert? Ich hoffe doch. So. Drei Rechnen, das findest du überhaupt nicht aufregend. Das ist aber schade. Weil Zahlen und Mathe. Ja, eigentlich müsste ich es auch nicht mögen, weil ich Mathe halt nicht so wirklich kann, aber irgendwie, weiß nicht. Das lag mir wiederum. Es ist ja nicht so, dass mir Mathe nicht liegt. Das Problem ist, pass auf, das Problem, was ich mit Mathe habe, erstmal fangen wir uns ein Pokémon, ganz kurz. Weil das ist, glaube ich, die nächste Route. Dann erkläre ich euch auch sofort, was ich für ein Problem mit Mathe habe. Oder hatte. Es gab nämlich eine Zeit, da war ich ziemlich gut in Mathe. So. Unser roten Pokémon ist ein Meditales, wo wir es eben doch noch von hatten. Sehr schön. Cooles Pokémon. So, warum ist Mathe ist nicht, dass ich Mathe nicht, an sich Mathe nicht mag. Nicht so, ne? Das ist gar nicht mal so direkt die Abneigung. Aber das Problem ist, was man irgendwann anfängt, logischerweise in Mathe zu machen. Wie zum Beispiel Polynomdivision oder so ein Kack. Ich das gehasst habe. Ich kann doch gar nicht mehr diesen Merksatz dazu. Wie ging denn nochmal? Gab es da einen Merk dazu? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber so ein Quatsch einfach. Das kannst du mich mit jagen. Genau, ein Integrale und so eine Rotze. Mathe an sich nicht. Rechnungswesen ist halt total einfaches Mathe. Du addierst und subtrahierst halt. Ende. Das ist halt kein Problem. Aber irgendwann kommen die halt einmal irgendeine andere oder so eine Textaufgabenkacke. Mochte ich auch nie. Und ja, Polynomdivision, mein schlimmster Feind. Ich glaube, das war es jedenfalls. Ja, irgendwann kommt dann halt so ein Rotze und da denke ich mir irgendwie nur noch so... nee, aber liebe Kinder, wenn ihr noch zur Schule geht, was bestimmt einige von euch sind, immer schön aufpassen in Mathe. Trotz allem. Nehmt euch an mir kein Beispiel in der Hinsicht. Lieber in anderen Fächern, da schon. Aber das wäre einfach zu blöd. Du hattest Mathe-LK und hattest nie die Polynomdivision. Das ist krass, irgendwie. Weil ich war nicht im Mathe-LK. Aber gut, vielleicht haben sie einfach irgendwann gecheckt, dass es
kein Mensch jemals haben möchte. ein Kumpel von mir, der René, der studiert ja Mathe. Und der sagt mir, dass man eigentlich erst, wenn man wirklich Mathe studiert, auch wirklich Mathe macht. Es weicht Attacken elegant tänzerisch aus, um anschließend eine verheerende Attacke aus derselben Bewegung heraus zu lancieren. Ja, er sagte mir immer, alles, was man im Abi gemacht hat oder sonst in irgendwelcher anderen Schulzeit, das ist alles Pipi-Mathe. Erst wenn man es wirklich studiert, dann macht man jetzt richtig Mathe. Und er hat mir mal da so Sachen gezeigt und ich dachte mir so, ja, das stimmt. Und zwar definitiv. Ich brauche übrigens einen Namen für dieses Pokémon. Ich habe schon einen. Schon gut, ich brauche keinen Namen mehr. Ich nenne es einfach Schnitzel. Warum nicht? Ah, leckere Schnitzel! Yum, yum, yum. Aber war einer Schnitzel geholt. Da mach er eingebissen, wird er lecker. Schnitzel, okay, auf die Box. Sui kennt Regi Bang. Natürlich, ich habe ein ganzes Projekt mit ihm aufgenommen. Aber wie gesagt, Leute. Keiner von uns, also die von euch, die nicht, der Schwimmernsherz René, genau. Diejenigen von euch, die nicht Mathe studieren, keiner von uns hat jemals richtig Mathe gemacht. Das ist richtig Mathe. Und das ist, nee. Nee. Muss nicht sein. So. Ein tanzendes Schnitzel. Das finde ich gut, oder? Pfirsich fand ich passend. Pfirsich war auch passend. Aber Schnitzel ist halt leckerer. Tolle Begründung, ich weiß. Blum, blum, blum. Brady, please. Du machst richtige Biologie, ja? Da bin ich froh, wenn ich diese Route hier fertig habe, Leute. Das fand ich immer am schlimmsten in Kanto. Ich kann auch mal sagen, wir werden auch wahrscheinlich nur noch diese Route hier beenden. Und dann gucken wir uns an, ob ein paar Fanarts reingekommen sind. Und dann war es das auch schon. Für heute, weil, wie gesagt, sollte nicht mehr allzu viel reden. Mein Hals muckt nämlich immer mehr rum. 50 Fans von Anonymous. Hol dir ein Kristall-TM-Matschbomb für Smogmog oder Ultrigaria ab. Über Maragonia City im Wärterhaus, das vorher von Rockets besetzt war. Es fehlen nur noch ein paar Höhlen in Johto. Danke für den Tipp und danke für die Spende. Muss ich mal schauen, ob ich da demnächst vorbeischneie. Wie lange geht's denn noch? Nicht mehr so lange. Nicht mehr so lange. So für Deutsch, in Deutsch fürs Zeug gelesen hat. Boah, ganz im Ernst. Das ist echt lange her. Ich habe keine Ahnung, was wir da so gelesen haben. Es waren auch nicht immer Sachen, die mir gefallen haben, aber es war eigentlich vollkommen egal, weil ich es halt einfach konnte. Ich weiß noch einmal, das war Doppelknilzia. Warum hasst mich das Spiel eigentlich? Ich weiß noch einmal, sollten wir eine Klausur schreiben über ein Buch, was wir auch dabei haben sollten. Und ich habe tatsächlich das Buch vergessen zu Hause an dem Tag. Das war eine Katastrophe, glaubt mir. Aber ihr werdet es mir nicht glauben. Ich habe trotzdem eine 1 gekriegt in dieser Klausur. Ich konnte zwar leider keine Zitate mit Seitenangabe geben. Allerdings war die Sache, da die anderen so schlecht abgeschnitten haben im Vergleich allgemein, wurde dadurch irgendwie, ja, stark einfach allein durch den Inhalt, das, was ich abgegeben habe, ziemlich arg heraus. Und ja, das war eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe das Buch nicht dabei gehabt, hat trotzdem eine 1. Es war sehr interessant. Sui cheatet einfach bei Klausuren, richtig. Die Einsicht in der Oberstufe eine sehr schlechte Note, das ist mir klar. Da geht es ja nach dem Punktesystem. Pop, pop, pop.
Reconfirm, Klausur und Cheater. Ja, aber das habe ich auch nur in Deutsch so hinbekommen. Es war halt mit Abstand mein stärkstes Fach. Wirklich mit Abstand. Sehr viel Abstand. Dann kamen irgendwann die anderen Sachen. Meine Mitschüler müssen mich gehasst haben. Auch sie haben es locker genommen. Glaube ich jedenfalls. Hoffe ich jedenfalls. Keine Ahnung. Vielleicht schaut ja ein ehemaliger Mitschüler zu. Oh Mann. Verdammt Reflektor. Ich muss wechseln. Ups. Sechste Faust nur auf Deutsch. Das wäre auch mal was. So. Nerviges Owei. So. So ist Mitschüler. Meldet euch. Ja, so, hier ist Dennis. Ich hatte drei Dennis in der Klasse, also könnte das sogar legit sein. Wie sind deine Initialen? Ein negatives Wesen auf Mathe. Genau. Schnitt. Das weiß ich gar nicht mehr. 2, irgendwas. Also nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es kam halt immer irgendwie, wie gesagt, wie oft habe ich jetzt wie gesagt gesagt? Wie gesagt. Oh. 2,0 oder so. 2,1. Irgendwie sowas in der Richtung. Naja. Die Jahre davor waren definitiv stärker. Teilweise. War halt ein Auf und Ab bei mir. Ein Auf und Ab, wie gesagt. Ich habe schon wieder wie gesagt gesagt. Ich hasse es, wenn ich dauernd dasselbe sage. In wenigen Sätzen hintereinander.